herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge hier vom Projekt Berghof, hier vor der Rot. Ja, wie ihr seht, die Villa-Bauen sind gepresst und schon verräumt. Der Lohnunternehmer hat nämlich eine Weile gehabt zwischen dem Stroh und Silo pressen und dann habe ich ja, die Silo-Bau in dieser Zeit auch verräumt. Und ja, dann verräumen wir jetzt in dieser Folge noch die Strohbauen. Das Fendt habe ich auch schon parat oben. Hätte ich gesagt, fangen wir mal an mit dem. So. Genau, dann verräumen wir jetzt Stroh. Und dann tun wir auch dann noch. Ja, auch ein Grünlampschütten da. Hätte ich mal gesagt. Und dann. Das pressiert es noch nicht gerade hier mit dem Mist auszutun. Und hier unten herumfahren. Das kann man dann immer noch machen. Ich glaube, ich gehe gerade mal runterholen zuerst. Und ja, dann machen wir dann das. Aber in dieser Folge mache ich auch gar nicht mehr. Und dann überlegen, ist dann auch in der nächsten Folge. Ich habe schon kurz wieder Ende dran. Nein, nicht so. Hopp. Genau, dann tun wir dann in der nächsten Folge auch schon fast wieder Ende. Je nachdem, wie es noch wächst. So. Na komm. Gut. Genau. Habe ich noch wollen? Ah ja, hier Silo-Bauen hat es 24 gegeben. Hier Stroh-Bauen hat es nur die 12,6 gegeben. Ich glaube. Stroh hätte zwar schon etwas gehofft, dass es mehr gibt, aber wenn wir die Kleine nicht hätten gepresst, hätte es vielleicht 8 gegeben. Also, wir müssen ja so oder so die Suche kaufen. Genau, und dann, was ist noch gesehen? Ich wollte etwas noch sagen, ich weiß gar nicht mehr was. Ah, genau, hier wegen der kleinen Quaderbauerpresse. Da habe ich mich jetzt noch nicht gerade drunter wegen die zu verkaufen. Aber bis zur nächsten Folge schauen wir mal. Vielleicht haben wir es in der nächsten Folge noch, vielleicht habe ich sie dann schon verkauft. So. Ich habe hier nicht ganz reinfahren, wegen der Topprad. Da muss ich sie dann mit der nächsten reinstossen. Dabei gibt es hier noch zwei hoch, weil wir haben ja genug Platz. Und dann geht es auch ein bisschen gäbig zum Abeinandernehmen. Kann man also noch mit dem Dreispitz abeinander. So, jetzt muss ich wieder ganz runterfahren, um noch die zu holen. Ja. So, bremsen. Na, du nicht so dumm. So. Genau. Ja, dann tun wir. Ich weiß aber noch nicht genau, wie ich jetzt das machen soll, ob ich hier so Gründüngung drauf tue und dann im Frühling Weizen. Ein bisschen abschalten. Dann eigentlich könnte ich hier Gerste machen. Ja, ich glaube, ich mache hier Gerste. Wenn ich dort die Sonnenblumen sind, Mais machen nächstes Jahr. Ich glaube, nächstes Jahr muss ich auch nicht mehr unbedingt. Wieder Dings pressen. Hier GPS bauen. Ich glaube, die, die wir jetzt haben, länger eine Weile für die Schaf. Dann mache ich hier auf dem Bitz Gersch. Und dort, wo wir jetzt Mais haben, tue ich auch in den Weizen her. Dann komme ich fahren ein bisschen. Oder vielleicht tue ich auch dort. Und die Sonnenblumen sind dann gleich noch Weizen her. Ich mache dort auch GPS. Ich will eigentlich nur die Hälfte Mais sein und diese Hälfte sind etwas anderes. Wäre vielleicht auch schlau, das wäre zumindest über den Winter etwas. So, da komm du nicht um.
So, die reinstossen. Bis Anschlag. Gut. Das sind jetzt noch die letzten zwei. Dann haben wir den Stroh auch schon verrollt. Dann gibt es halt einfach nächstes Jahr einen Haufen Stroh, wenn ich das so mache. Dann kann ich auch nicht so viele Sonderkulturen machen. Und ich kann die Sonnenblumen dort machen, wo ich jetzt die Rüben habe. Dann mache ich dort keine Rüben mehr. Da mit den Rüben war auch eh mehr ein Versuch gewesen, mal. Aber es kommt darauf an, wie jetzt das mit den Sonnenblumen läuft. Wenn die gut kommen, oder ich mache echt das, was mehr rentiert vielleicht. Wäre vielleicht auch schlau. Drüben gibt zwar viel Ertrag, aber wenn man nur so einen kleinen Bit hat, ja, schlussendlich ist das auch nicht sehr viel. So, mal schauen. So. Gut. Ja. Oder ob ich vielleicht da jetzt hier oben mal so rumfahren wieder. Ja, weiss auch nicht. Oder dort, wo ich jetzt Gras habe. So. Aber ja, wir brauchen halt einfach schon relativ viel. So, dann tue ich den Frontlader auch noch irgendwo abhängen. Dann kommen wir Schneestellen da vorne. Weil der geschwingt hier neben die Flur. Nein, ist auch dumm. Ich glaube, ich stelle den geschwingt hier hinten. Ich stelle den einfach hierher. Muss ich mich jetzt zum Listführer wieder fortnehmen. Gut. Oh, dann hängen wir jetzt das Beschöpffass an. Ich werde hier mal noch geschwingt ein bisschen beschütten. Ah ja, hier diese Folge wird eigentlich auch nicht zu lang werden. So, komm, fahr vorne zu. So. Komm, häng an. So. Häng kurz den Keib an. Komm, fahr. So. Ich muss auch mal ein bisschen Beschütte verkaufen. Irgendwie haben wir viel zu viel Beschütte. So, jetzt. Nein, geh runter, geh an. Ist vielleicht besser. Ja, der alte Fahrer fragt sich auch, was wir hier fausten. Bremst auch auf einmal. So. So, da will ich nicht schnell fahren, um die Beschütte rauszulassen. Dann geht nämlich auch ein bisschen mehr raus. So. Sehr gut. Wo haben wir den? Da haben wir auch schon wieder abgeschlossen. Dann müssen wir den. Hier machen wir sowieso noch einen Siloschnitt. Hier brauche ich schon noch ein bisschen Silo.
Weil da wieder sie zukaufen lassen, hat eigentlich auch nicht. Und heute haben wir ja gerade so genug gehabt. Ja, vielleicht muss ich auch mal ein paar Kühe verkaufen über diesen Winter. Dass wir ein bisschen besser durchkommen. Hier Mais machen, wäre der ganze Bett sicherlich zu viel. Hier kann ich schon ein bisschen drüber kehren. Ich bin noch nicht so gross. Und ich glaube, mit Silo machen wir hier noch einen Amtsschnitt. Der aber am Hof auch noch Amtsschnitt. Und dann auch überall ein Siloschnitt. Hoffen wir, das geht so etwa dann auf. Ja, sonst ist es halt so. So. Geht jetzt auch die Appen gerade schon auf mit dieser Beschütte. Bis am Ende vom Bett. So. Es braucht schon recht Beschütte. Aber wir haben gleich zu viel. Mist haben wir auch zu viel. Ja. Das ist auch eigentlich ein Seich. Ich glaube, ich muss hier den Mist-Trigger, den ich bei der Ghost hier oben habe, wieder rausnehmen. Das scheisst mich auch immer durch, den Mist zu laden. Es sieht auch dumm aus, dass ich so einen Haufen Mist im Stall habe. Ja, ich muss... Ich glaube, ich würde dort wieder fortnehmen. So. Nehmen wir jetzt schon das erste Beschöpf fast aus. Dann holen wir mal das nächste Futter. So. Jetzt habe ich das Eich gemacht. So, der Deutsch steht. Ich werde schon irgendwie schauen, dass ich nach vorne kehren kann. Dann komme ich hier rum. Das wird gerade so passen. Gut. Dann laden wir hier mal die Beschütte wieder auf. Dann gehen wir die auch wieder austauen. Ja. Ui, die Kühe dort. Eben, das ist das, was ich meine. Ein Haufen Mist bei denen drinnen. Das ist schon nichts Schönes. Ja, ein grösseres Beschöpf, das wäre auch die mal wieder etwas. Aber da bräuchte man auch fast einen grösseren Traktor. Dann ist eigentlich schon gerade ein bisschen knapp. So. Ja, ich muss. Die Brautauer ist auch etwas schräg dran, weil es mehr auf die eine Seite verteilt als auf die andere. Oder weiter auf die eine Seite.
Aber ja, das ist jetzt halt einfach so. Es geht ja auch so. Ich glaube, du musst jetzt noch unbedingt etwas anpacken. Ich glaube, das wäre es jetzt schon gesehen von diesem Video. Lasst ein Like, was haben wir hier. Und bis zum nächsten Video.